Helmut macht heute den O Sole Mio. Kann ich mal was hören? Mio, es ist so frio. Bist du echt nicht rein? Nee. Autsch, mich hat's gebissen. Ist das nachher weg? Mein guter Kühler. Das war's schon. So, mal sehen, ob hier die Kettfische nicht sind. Auf einmal fluppt es hier. Agnes mit einem riesen Burro. Helmut mit einem riesen Kettfisch. Halt ihn mal hoch, Helmut. Hui. Hier, warte. Zeig mal. Ja, ja. Agnes hat gerade von ihrem gebissen. Nur vorne? Nur vorne. Ach, komm mal auf. Ich brauch die Zange. Panik auf der Titanic. Nicht, das Vieh ist zu glitschig. Panik auf der Titanic. Und wir driften in die Mangroven. Wir driften. Ob er das Herr von uns zu Ostbitch uns hier nicht nass macht. Ich meine das nicht auf das Angeln bezogen, sondern auf das Rudern bezogen. Ja. Na, aber El Capitan weiß, was er tut. Ja, weiß. Oh, das ist ein schöner. Das ist schön. Irgendwas haben wir dran. Nochmal Krall? Ja, ja. Er hört ja, es ist schwer, dass er... Das muss was Größeres sein. Oi. Oh, der ist schön. Oi. Der ist super. Oi. Halt mal hoch, Agnes. Was ist das denn für ein? Oh, wieder ein Veragata. Der ist gut. Na, da lohnt gut, dass ich die Kamera draußen hatte. Ich habe schon gewusst, als ich Agnes verbissenes Gesicht gesehen habe. Halt noch mal hoch, Agnes. Der ist ja wirklich schön. Na, das ist doch eine Mahlzeit. Das ist ein schönes Ding. Der hängt bloß an so einer Ecke hier. Ja. Wenn der ein bisschen gekämpft hätte, wäre er weg. Ja, super. Oh, sind die schön. Hast du das gesehen? Agnes kämpft nochmal mit den Naturgewalten. Naturgewalten und dann ist so ein kleiner Fisch dran. Pass auf, du. Der, das ist ein Delfin. Der kämpft nämlich nicht. Oder schon abgeflogen? Naja, ist nicht überwältigt. Naja. Aber ist der zu klein? Guck mal. Oh, ist so. Ich muss mir filetieren. Was? Zu klein? Was meinst du? Ich denke, wir haben genug. Du kannst sie wieder reinpacken. Okay. Ins Wasser, meine ich. Es ist nur, weil ich heute überhaupt keine Lust zum Filetieren habe, dass ich das sage. Sonst hätten wir... Nicht mit meiner Angel hier zusammen. Du musst schon einen Moment warten.